Ähnlich wie beim MOSFET interessiert uns natürlich auch in leistungselektronischen Anwendungen das Schaltverhalten des IGBTs. Das können wir jetzt ein bisschen kürzer machen, weil tatsächlich wird der IGBT sehr viele Ähnlichkeiten hierbei haben. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich im Wesentlichen bloß auf die Unterschiede. Zunächst bloß kurz nochmal, vielleicht auch als Erinnerung, auch beim IGBT werden wir jetzt parasitäre Kapazitäten haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier diesen IGBT haben, müssten wir eigentlich in einem vollständigeren Ersatzschaltbild hier Kapazitäten zwischen Gate und dem Kollektoranschluss einzeichnen, zwischen Gate und dem Emitteranschluss. Diese beiden bilden auch hier die Eingangskapazität und ausgangsseitig hätten wir dann hier die Kollektor-Emitter-Kapazität. Man muss also hier an der Stelle wieder Kapazitäten umladen, um den um den IGBT einschalten zu können. Das heißt, auch hier wird irgendwo eine Treiberschaltung nötig sein, wo dann hier ein Gate-Strom reinfließt und wir können eigentlich einen Großteil der Überlegung vom MOSFET übertragen. Auch diese Kapazitäten werden so im Datenblatt definiert werden. Das heißt, tatsächlich wird auch hier das Schaltverhalten durch die Kapazitäten bestimmt. Und das bedeutet jetzt vor allem auch, dass zum Beispiel, wenn wir den Einschaltvorgang betrachten, dass wir den eigentlich gar nicht betrachten brauchen, weil der Einschaltvorgang weitestgehend dem MOSFET entspricht. Das heißt, man kann dort keine signifikanten Unterschiede jetzt zumindest in unserer Betrachtung darstellen. Deswegen wollen wir den hier auch nicht weiter betrachten. Ähnlich sieht es auch aus beim Ausschaltvorgang. Der Ausschaltvorgang wird auch ähnlich sein, aber hat einen Unterschied. Ähnlich, aber hat einen, ich sag mal, signifikanten Unterschied. Und den wollen wir uns angucken. Das heißt, tatsächlich wird er prinzipiell gleich verlaufen. Der einzige Unterschied beim Ausschalten, beim IGBT wird sein, dass wir hier einen anderen Verlauf des Stromes kriegen. Das heißt, tatsächlich schalten wir so ein IGBT aus, bedeutet das ja, er hat vorher Strom geführt. Das wollen wir jetzt mal hier aufzeichnen. Das heißt, ich hatte hier vorher so einen großen Kollektorstrom IC und dann schalte ich irgendwann ab. Und dann würden wir jetzt erwarten, okay, dieser Strom nimmt jetzt hier ab und davor hat die Spannung zugenommen, weil wir wieder so eine induktiv geklemmte Last haben. Das heißt hier, wenn wir hier die Spannung angucken, ausschalten bedeutet, er war vorher eingeschaltet auf der Sättigungsspannung, dann nimmt hier die Spannung zu auf diesen Wert, bleibt dann konstant. Und dann würden wir jetzt erwarten, okay, tatsächlich dieser Strom nimmt jetzt ab an der Stelle. Tatsächlich ergibt sich da ein bisschen ein leicht anderer Verlauf als beim MOSFET. Zunächst wird der Strom steil abnehmen, aber dann etwas langsamer werden. Das heißt, der Strom wird erst langsam zu Null mit der Zeit werden. Wenn wir es also sagen, das hier ist der IGBT an der Stelle und man würde es vergleichen mit dem Drainstrom von dem MOSFET, male ich den auch mal ein, dann würde jetzt die Spannung gleich aussehen, aber bei einem MOSFET würde hier der Strom schneller zu Null werden. Das wäre also hier der Verlauf des Stromes bei einem Leistungs-MOSFET. An dieser Stelle die Spannung, hier an der Stelle die Kollektor-Emitter-Spannung oder die Spannung UDS wären gleich. Das heißt tatsächlich, machen wir es dazu, wir hätten ja einerseits diesen IGBT, der schaltet aus. Wir kriegen also hier einen Spannungssprung, zum Beispiel von 15 Volt auf 0 Volt, der Steuerspannung am Gate. Und das gleiche, haben wir gesagt, machen wir mit einem vergleichbaren MOSFET. Das heißt auch hier dieser Spannungssprung. Und dann hätten wir jetzt hier im Unterschied den Fall, dass der Kollektorstrom des IGBTs gegenüber dem Drainstrom eines MOSFETs bei ähnlicher Änderung der Spannung, die im Wesentlichen dann sozusagen durch die Last bestimmt wird, hier der Kollektorstrom des IGBTs langsamer absenkt. Was bedeutet das? Ich habe hier ein größeres Zeitintervall, in dem gleichzeitig Strom und Spannung auftritt und das bedeutet, dass höhere Schaltverluste beim IGBT auftreten. Dieser Effekt hat einen Namen. Diese Phase hier ist sozusagen nennt man manchmal die Tail-Phase oder die Schweifphase. Und das ist der wesentliche Unterschied hier bei dem Schaltverhalten des IGBTs. Das heißt, wir haben hier einen Tail-Strom bzw. zu Deutsch Schweifstrom und der wird verursacht durch die gespeicherte Ladung in dem in Flussrichtung gepolten PN-Übergang, den wir beim IGBT haben. Das heißt, ähnlich wie bei der PIN-Diode ist der Preis für niedrige
Spannungsabfälle im eingeschalteten Zustand, dass im ausgeschalteten Zustand oder zum Ausschalten eine gewisse Ladungsträgermenge abgebaut werden muss. Und das hat jetzt an der Stelle eine Konsequenz. Dieser Schweifstrom sorgt dafür, dass höhere Schaltverluste auftreten bei IGBTs als bei MOSFETs. Das heißt, IGBTs bezahlen an der Stelle für den niedrigeren Spannungsabfall bei hohen Strömen das damit, dass wir hier höhere Schaltverluste haben. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Schaltfrequenzen bei IGBTs niedriger sein werden als bei MOSFETs. Typischerweise haben wir Schaltfrequenzen hier für IGBTs, die kleiner sind als vielleicht 50 kHz. Das heißt, hier, Achtung, diese 50 kHz beziehen sich jetzt auf die Schaltfrequenz des IGBTs, wohingegen wir bei MOSFETs gesagt haben, die können wir bis in den Megahertz-Bereich schalten, wobei das dann auch nicht so richtig Spaß macht bei den hohen Schaltverlusten, aber wir können bei MOSFETs 200-300 kHz sicherlich schalten, wobei bei IGBTs dann oftmals nur im zweistelligen Kilohertz-Bereich geschaltet wird. Es gibt zwar spezielle High-Speed-IGBTs, die auch gedacht sind, bis 100 kHz oder so zu schalten, aber der Großteil der IGBTs wird üblicherweise nur bei niedrigeren Schaltfrequenzen betrieben.